Man nennt ihn Sportsfreund Blase. Yay! Level 8. So. Und kurz was knusen. So, der da noch. Wie viele Endermen hier einfach mal sind und immer wieder neu spawnen auch. Das macht voll Spaß irgendwie. Du kriegst Level, das ist eigentlich die perfekte Levelfarm, ne? Also hier, ich glaube auch diese Enderman XP Farm ist auch für den End richtig gebaut. Da bin ich mir nicht sicher, aber kann ich mir gut vorstellen, weil hier spawnt ja gar nichts anderes außer Enderman. Was komisch, spawnt eigentlich immer mal ein neuer Drache? Nee, gell? Den gibt's noch einmal. Der ist ein Rarmob. Ein Rarmob. Naja, Flips. Nee, das wollen wir nicht sehen. Wir wollen einfach nur nach Hause. Wolle-Sorten. Hä? Warte mal, Auge jucken. Brennt aber noch ein bisschen, weil ich hatte mir ja vor kurzem da eine kleine Ölübergießung geleistet. Aua, jetzt tut's richtig weh. Man darf nicht jucken und ich jucke immer weiter. Aua. Blup. Juhu. Erinnerung an Folge 500. Ender Drachen. Wenn wir aber massiniert werden, wissen wir auf jeden Fall, was es ist. Hoffentlich klicke ich da nicht aus Versehen drauf. Das wäre extrem nervig, wenn ich jedes Mal dann hierher müsste wieder abbauen, weil ich wieder aus Versehen drauf geklickt habe. Weißt du wie? Wo ist mein Rucksack jetzt schon wieder? Da. Ah, das habe ich gerade nicht dabei. Okay, alles klar. Gut. Dann mache ich mir mal noch schnell einen zweiten Rucksack. Ich weiß gar nicht, wie man sich so einen großen bastelt. Ich kann ihn mal ausprobieren hier. Ob man da. Ich weiß, das hatte ich glaube ich schon mal probiert, wie man das macht. Warte mal, vielleicht wenn ich da in die Mitte. Moment. Eine Kiste packt, könnte das eventuell zum großen Rucksack werden. Hast du gedacht? Ja. Nee, von wegen. Nee, auch nicht. Ich weiß es nicht. Hier haben wir noch Obsidian. Gucken wir, was wir mitnehmen können hier. Und dann tun wir alles erstmal rund ums Lager schaffen. Aber anscheinend ja nicht so viel. So. Was könnte man da reinpacken, damit man da. Also irgendwie muss man das bearbeiten können. Ob man dann Diamant reinpacken muss. Das wäre sehr unwahrscheinlich eigentlich, weil ich meine, wer craftet einen Rucksack mit Diamanten, aber jetzt vielleicht einfach nur vom Wert her ein Diamant rein. Moment, da kann ich gleich mal hier. Nee. Da. Das da rein. Hochmund. Ist das? Nee, ist auch Cola. Diamant. So, Diamant rein. Ne. Okay, gut. Dann halt nicht. Ach so. Handschuhe können wir uns ja natürlich machen, gell? Wir haben hier. Ach komm, wisst ihr, wenn wir einmal hier den Mod drin haben. Geht das? Jo! Warum nicht? Guck mal hier, jetzt haben wir auch noch Handschuhe aus Diamanten. Bringt uns das irgendwas in der Rüstung? Nicht wirklich, ja? Nee, aber es sieht cool aus. Schild. Ring. Ich weiß gar nicht, wie das alles geht. Schild. Würde ich mir jetzt irgendwie so vorstellen.
Aber anscheinend doch nicht. So auch nicht? Okay, dann halt nicht. Okay, die Maus. Diamanten weggelegt, ja. So wie lustig jetzt diese Diamantengloves. Hier so Diamant. Das ist bestimmt mit dem Faust übelst. Ah, das ist bestimmt, um den Faustschaden zu erhöhen. Das wäre zumindest eine logische Option. So, oder Schlussfolgerung, je nachdem. Wie man das denn nennen möchte. So, hier kommen Sticks rein, auch wenn hier alles drin liegt, aber hier kommen eigentlich Sticks rein. Die ich gerade nicht habe. Werkzeuge. Die ich gerade nicht habe. Stein und Kuppel, den habe ich. Da. Erde habe ich auch. Klar, natürlich. Laub. Nein, Laub habe ich nicht. Lehm, Treppen, Lehm, Stufen. Nee, du. Sandstein. Steintreppen, Steinstufen habe ich nicht dabei. Holz. No. Nix. Hier kommt Holz gecraftet, das rein, da packe ich mal den hier mit rein einfach und das. Und Bücherregale kommen hier mit rein. Wunderschön. Kann ich mal ganz kurz hier so Holz ge... Ach, Christian, habe ich sogar noch eine Stufe dabei. Eine Stufe. Bisschen Kabel. Bisschen... Hatte ich nicht gerade Erde dabei? Bisschen Erde. Bisschen davon. Oh, Truhen kommen hier rein. Truhen. Öfen. Steinutensilien. Da können wir ja hier mal dieses Never-Ziegelzeug mit reinpacken. Sand und Sandstein habe ich. Warte mal, Sand habe ich auch dabei gehabt. Sand. Flint and Keys. Flint and Keys. Ja, hier kann auch das hier rein. Habe ich alles Ruder ausgenutzt? Fackeln, Schallplatten, okay. Huch. Das ist da oben drin? Da oben ist das drin, alles klar. Da sind Pilze drin. Dann kommt hier mal Eis rein und Obsidian rein und Neverziegel. Also immer so eine Doppelriege halt. Ich weiß, wir werden wir nie haben, aber wenigstens jetzt. Oder wer weiß, vielleicht werden wir mal so viel haben. Ich weiß, kann ich nicht sagen, kann ich nicht sagen. So, Fleisch haben wir noch ein bisschen bekommen. Enderperlen haben wir gar keinen Platz hier, okay. Zwei Felder für Enderperlen frei. Hühnchen bleibt natürlich bei mir, Leder bleibt auch erstmal bei mir, Lehm bleibt bei mir, Glasflaschen bleiben bei mir. Was habe ich hier noch drin? Moment, hier habe ich sicher auch noch. Ah, okay, gut. Hier habe ich Mist ohne Ende drin. Zum Beispiel kann hier die... Ach, Quatsch, das sind ja... Hier kann ich einmal durchgehen, weil... Das Richtige ist ja drin. Und auch hier kann ich mal durchgehen. Da. Hühnchen kann rein. Das kann rein, das kann rein. Ach du meine Güte. Wo kommt's hin? Wo kommt's hin? Da kommt's hin. Hab ich schon für Glowstone. Glowstone ist unten, das weiß ich noch. Der war bei den Fackeln, glaube ich, mit drin. Huch! Jo, Fackeln und Glowstone habe ich bloß rausgeräumt. Und jetzt drüben kommt noch Redstone. Ja, Fackellampen, genau. Redstone-Lampen kommen ja auch noch mit rein. Ein paar lasse ich aber bei mir. Stein. Kekse hab ich noch. Pfeile können bei mir bleiben. Das Feuerzeug kann bleiben.
Kies und Blind, alle anderen Materialien, alle anderen Materialien da. Kohle. Kohle. Wir haben so viel Kohle einfach nur, wenn wir in der Blinkerbank ja noch übelst sind. Dann haben wir hier noch übelst und alter Schwede. So. Was machen wir nun? Ja, wir gehen erstmal jetzt so systematisch alles komplett durch, was wir noch verbessern wollen. Da würde ich sagen, fangen wir hinten bei der Farm mal an, hier bei den Farmen hier. So. Könnt ihr beide noch Liebe machen? Wo hab ich das Ei jetzt auf einmal wieder her? Und die können auch nicht mal aufstehen. Macht doch mal Liebe miteinander, kommt schon. Huch! Ach, das habe ich abgelegt, bevor ich los bin. Alles klar. Ja, dann komm hier. Kleinkramszeug halt kommt hier rein. So. Gute Nacht. Ach, hatte ich einen seltsamen Traum. Ja, also ich habe ganz merkwürdige Dinge geträumt. Beispiel, dass die Musik auf einmal weg war und dass mir die Erleuchtung kam. Ja, lauter... Huch. Ach, hallo. Na, Freunde. Vielleicht Nachtmusik. Wie geht's euch? Erkenne ich in den Text überhaupt? Normale Zombies. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich mir jetzt aus Versehen so zufällig jetzt mal das da greife, dann zur Workbench renne. Ich weiß gar nicht, aus welchen Gründen ich das eigentlich tue. Das ist vollkommen unerklärlich. Euch sicher auch, ne? Und hoch! Ja, was ist denn das? Ich bin aber überrascht. Gebundenes Leder. Wer hätte damit gerechnet? Das hat mir alles mein Traum verraten. So, jetzt gehen wir in die Nähe des Kuh-Spawners. Und dann fängt er nämlich erst an mit Spawn. Das ist sehr praktisch, so. Spawnt ja nicht 1000 Kühe hier. Und wir können in der Zeit, Moment, während der Zeit... Haben wir. Okay, wir haben weder Eisen noch haben wir eine Schere. Ein Schwein? Zwei Schweine, alles klar. Schade, ich wollte jetzt eigentlich noch schnell währenddessen ein wenig... Aber auch nicht schlimm. So. Hier kommen überall, brauchen wir keinen Baum. Vielleicht wollen wir zwei Bäume machen. Machen wir noch zwei Bäume, das reicht. So. Da ist eine Kugel spawnt. Wir brauchen also insgesamt 9. Ja, nee, 8. Quatsch, 8 brauchen wir. Also man nimmt sich dieses Leder, bindet das erst, gebundenes Leder, haben wir ja hier. Und dann muss man das nochmal extra braten. Also auf die Idee muss er natürlich erstmal kommen. Aber ich...